Ja, ich will beginnen mit der Frage Krieg gegen den IS in Syrien. Die Bundesregierung zieht die falschen Schlussfolgerungen aus 15 Jahren erfolglosen Krieg gegen den Terrorismus. Wir haben nach den Attentaten in New York hatten wir den Krieg gegen den Terrorismus 15 Jahre geführt, insbesondere die USA, aber auch andere Mächte. Dieser Krieg hat mehr Terrorismus gezüchtet und den Terrorismus nicht eingedämmt. Jetzt die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, dass wir mit erweiterter Bombardierung, mit erweiterter Kriegsführung den Terrorismus bekämpfen, ist völlig falsch. Und wir bedauern sehr, dass SPD, Union und leider auch die Grünen nicht in der Lage sind, die richtigen Schlussfolgerungen aus diesem erfolgreichen Krieg zu ziehen. Der Islamische Staat lässt sich nicht wegbomben. Um ihn zu bekämpfen, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, nämlich insbesondere den Nachschub von Waffen und von Kämpfern erfolgreich zu verhindern. Und das bedeutet für uns eben, alle Waffenexporte in diese Region sofort zu stoppen. Es ist völlig klar, wer Waffen in diese Krisenregion exportiert, er befördert geradezu den Terrorismus. Wir haben auch im Übrigen kein Verständnis, dass die Zusammenarbeit mit den größten Terrorsponsoren, nämlich Saudi-Arabien, anderen Staaten wie Katar, nicht beendet wird und dass mit der Türkei nicht endlich ein Vertrag abgeschlossen wird oder eine Regelung abgeschlossen wird, die Grenzen zu Syrien für jeden Nachschub von Waffen und Kämpfern für den IS zu unterbinden. Das wäre die tatsächliche Aufgabe des NATO-Partners Türkei. Gleichzeitig sagen wir, der Terrorismus muss dort bekämpft werden, wo er tatsächlich stattfindet. Und dazu gehört ganz klar die soziale Prävention in den europäischen Ländern. Wir müssen mit aller Gewalt oder mit allen Mitteln verhindern, dass praktisch Slums entstehen, dass eigene Regionen entstehen, wo islamische Migranten praktisch unter sehr schlechten Verhältnissen und ohne Perspektiven leben müssen. Und tatsächlich haben wir gesehen in Frankreich, auch in Belgien, aus welchen Vierteln praktisch die terroristischen Attentäter kommen und dass dort Milieus entstehen, separate Milieus, die geradezu dazu dienen, praktisch islamistische Fundamentalisten heranzuziehen. Und deshalb muss quasi da dringend was geändert werden. Wir müssen den jungen Menschen Perspektiven geben, Jobangebote geben. Wir müssen sie integrieren in die Gesellschaft, damit keine Parallelgesellschaften entstehen, die ganz offensichtlich eben auch die Bereitschaft zur Gewalt begünstigen. Leider sehen wir, dass in diese Richtung viel zu wenig getan wird. Die gleichen Mittel, die jetzt aufgewendet werden, um erneut Krieg zu führen und um Militäreinsätze zu starten, wären woanders viel sinnvoller aufgehoben. Und natürlich hat der Terrorismus viele Ursachen, insbesondere die Filettierung von Staaten, wie es im Irak geschehen ist, wie es in Libyen geschehen wird, wie wir es jetzt in Syrien beobachten können. Wir brauchen also eine grundsätzlich andere Weltpolitik, die den Sumpf austrocknet, unter der der Terrorismus entsteht, aber die nicht zu dem führt, was wir jetzt erleben werden, dass nämlich neuer Terrorismus herangezüchtet wird.